Freunde der Kochkunst, wir sind wieder da, dieses Mal mit neuen Rezepten. Um es einfach zu machen, gibt es heute eine Nachspeise, eine traditionelle schwedische Nachspeise, die genannt wird Ris à la Malta, das heißt Reis nach Malteser Art. Dieses Gericht gibt es auch in Österreich. Am Ende der Sendung erfährt ihr den österreichischen Namen. Und wie immer habe ich schon die Rohwaren und das Material vorbereitet. Wir brauchen etwas Milcheis, kalt von gestern. Geschlagenes Schlagobers. Mandarinenspalten aus der Dose. Die schönen habe ich schon herausgenommen, die nehme ich dann zum Garnieren. Staubzucker, Vanillezucker, einen Teil des Saftes von den Mandarinen habe ich abgeseit und werde darin ein Blatt Gelatine auflösen. Wir beginnen gleich mit dieser fantastisch einfachen Zubereitung dieser Speise. Von gestern ist, mische ich die geschlagene Sahne mit Liebe vorsichtig unterheben, wenn man es süß möchte, etwas Staubzucker und für die Feinschmecker etwas Vanillezucker. Gut durchrühren mit etwas Liebe. Schön vorsichtig, damit es kein Gatsch wird. Die Mandarinenspalten kommen dazu. Weiter rühren. Etwas Fruchtsaft von den Mandarinen habe ich mit einem Blatt Gelatine gemischt. Dazugeben, mit Liebe umrühren. Und eigentlich sind wir jetzt schon fertig. Den Milchreis in zwei Dessertschalen füllen oder auch mehrere. Mit den vorher auf die Seite gelegten Mandarinenspalten dekorieren. Das war's auch schon. Wir wünschen guten Appetit.